Genau, beim letzten Vortrag ging es schon sehr viel um Geodateninfrastruktur und viele Layer. Jetzt geht es eher ums Styling und zwar speziell um Rasterdaten und da wird der Matthias Gröbe uns jetzt genaueres erzählen. Ja, also danke für die Einführung ganz kurz. Namen hat er schon gesagt, Matthias Gröbe. Ich arbeite hier in Dresden, an der TU Dresden, passenderweise zum Thema am Institut für Kartografie, habe hier auch studiert und möchte jetzt so ein Thema vorstellen, wo ich auf Student drüber gestolpert bin und dachte, naja, das, was man da so erstmal gelernt hat im Studium, da geht doch so sicher ein bisschen mehr. Wie kann man ganz gut Relief darstellen in Karten? Zum Anfang, ganz kurz, was ist denn möglich? Ich habe da mal rausgesucht, Beispiel von einer Schweizer Karte, das Matterhorn, durften die meisten kennen. Wie bringt man so ein Gelände in eine Karte? Ganz oft dafür genutzt wird die Schummerung, das ist eine plastische Geländedarstellung. Dann zum anderen, ja, Einzelpunkte, wo angegeben ist, zum Beispiel die Höhe da von dem Matterhorn, ist zu sehen, wo Felsen ist, ist ein Pass angegeben, auch in der Karte. Was ist dann noch oft verwendet, so Höhenlinien, quasi sind Schnittebenen, wo quasi, als wäre das Gelände geschnitten worden, abgetragen, geben ganz gut die Form wieder. Oder dann halt eher in ja, größeren Gebieten kann man auch mit Höhenschichten arbeiten, wo quasi der Raum zwischen den Höhenlinien eingefärbt wird und man gesagt hat, okay, grün ist das Tiefland, so dunkelrot, ja, orange ist dann eher die höheren Lagen. Ja, ich will im Folgenden mich hier eher auf die Schummerung konzentrieren, weil es halt doch das Plastischste ist. Was hat es jetzt mit der Schummerung auf sich? Es ist die Wiedergabe von Reliefform in einer verlaufenden Hell-Dunkel-Darstellung. So, es wird quasi angenommen, als würde das Gelände beleuchtet werden. Kann man jetzt auf unterschiedlichsten Art und Weisen tun. Man kann annehmen, quasi das Licht kommt von oben herunter, dann spricht man von der sogenannten Böschungsschummerung. Je steiler der Hang ist, desto dunkler wird das. Anders ausgedrückt, man könnte auch von der Neigung reden. Wenn man so ein bisschen schräge Beleuchtung nimmt, Licht kommt meistens dann, so sagen wir, wenn man drauf schaut auf die Karte von links oben, dann hat man eine Schräglichtschummerung. Die kann einen ebenen Ton haben, die muss aber keinen ebenen Ton haben. Man spricht in dem Fall auch quasi von einem Lichthang, wo das Licht drauf fällt, beziehungsweise von einem Schattenhang, der quasi dann gedacht verschattet wird. So, letzte Möglichkeit, Kombinationsschummerung, bringt man beides zusammen. Früher hat man das ganz mühsam händisch gezeichnet. Zwischenzeitlich hat man da auch mal sich die Mühe gemacht, man hat Reliefmodelle gefräst und die dann abfotografiert und so Reliefdarstellung erzeugt. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Wie macht man das jetzt aktuell? Macht das analytisch. Ist auch eine simulierte Beleuchtung. Wir haben ja digitale Daten, Geländemodelle und damit können wir das quasi nachvollziehen. Links ein Beispiel, wie das dann oftmals aussieht. Schummerung gerechnet, fertig und gut. Ziel meines Vortrages ist jetzt quasi da zu zeigen, wie kann man das besser machen, so eine Schummerung zu visualisieren und in eine Karte einzubinden. Wie macht man das ganz praktisch, wenn man eine Schummerung rechnen möchte? Naja, der Herr Horn hat sich da 1981 Gedanken darüber gemacht, wie setzt man das jetzt analytisch um. Verwende dafür quasi einmal die Neigung und einmal die Exposition. Exposition ist die Ausrichtung des Hanges quasi zum Gelände. Das ist ganz interessant, wenn man diese englischsprachige Publikation liest und dann feststellt, meine Güte, die Hälfte seiner Quellen sind auf Deutsch. Die deutsche Kartografie war in der Richtung mal führend, mittlerweile ist das nicht mehr, da wurde auch auf Englisch publiziert. So, Grundlage für alles sind digitale Geländemodelle. Ganz kurzer Überblick. Also, mittlerweile steht eine relativ große Bandbreite zur Verfügung. Feinauflösend ist schwierig, 1 Meter, 10 Meter hätten wir gerne, damit geht eine ganze Menge mehr. Bekommt man für einzelne Bundesländer in Deutschland, bekommt man beispielsweise für Slowenien oder auch für Norwegen, kriegt man 1 Meter Modelle bzw. 10 Meter Modelle, wo man sagt, kann man fast alles damit machen. Ja, also freie Daten sind nicht das Problem. Meistens dann so grau dargestellt als Höhenverlauf. Ich zeige dann noch weiter, wie das dargestellt ist. Werkzeuge gibt es auch. QGIS wurde heute ganz oft genannt. Kann man damit eine Schummerung rechnen? Was unbekannt ist, der Terrain Sculptor und Piotr, das sind ein paar Tools, die dann sich zu den kartografischen Feinheiten widmen. Werde ich dann im folgenden Verlauf zeigen. Ja, wie zeigt sich es am besten? Mit einem Beispiel. Ich war in Slowenien auch mal auf Urlaub wandern. Und da gibt es diesen wunderschönen Berg, den man da links oben sieht, der Triglav. Ist der höchste Berg von Slowenien, 2800 Meter. Denkt man, sollte man ja auch ganz gut an der Karte sehen. Also habe ich mal meine Wanderkarten eingescannt und habe mir da angeschaut, na, wie gut sieht man das Gelände da? Und ich dachte so, naja, so richtig überzeugt
bin ich davon nicht. Maßstab 1 zu 50.000. Ja, nächste Karte genommen. Bisschen sehr rotlastig, aber hier kommt das schon das Gelände ein bisschen besser raus. Okay, gucken wir mal weiter. Triglav, 1 zu 25.000. Bei der Karte gefiel mir das dann. Und ich fand, das ist ein wunderschönes Beispiel, um quasi zu erklären, wie so eine Schummerung funktioniert. Man sieht hier einmal zum einen, von links oben kommt gedacht das Licht und da sind die Hänge aufgehellt mit einem relativ hellen Farbton versehen, wo man denkt, okay, da fällt das Licht drauf. Kann nicht die Sonne sein, die Sonne würde irgendwo von unten kommen, ist eigentlich nur gedacht. Die Lichtrichtung von links oben hat ihre Gründe, weil wir Menschen das so verstehen. Würde das Licht von unten kommen, würde es zum Effekt der Reliefumkehr kommen. Dann würden wir das inverse Relief sehen. Ist halt so. Funktioniert in den wenigsten Fällen. Ja, wir haben Licht, also gibt es auch Schatten. Sieht man verschattete Hänge, abgedunkelt. Damit sieht man, okay, da kommt nichts hin. Und darüber entsteht ein plastischer Eindruck. Zusätzlich dazu sieht man noch die Höhenlinien. Man sieht quasi, unten ist noch ein bisschen heller, so die Farben. Oben ist es ein bisschen dunkler. Und was noch ganz klar ist, um den Triglav drumherum sind Felsen zu sehen. So. Naja, nehmen wir uns mal eine OpenStreetMap-Karte und was sehen wir davon alles? Naja, erstmal nicht so viel. Nehmen wir das Geländemodell dazu und schauen uns das mal an. Wenn ich jetzt das Geländemodell nehme, okay, schummere das, Formel von Horn, kombiniere das und denke mir so, sieht nicht so toll aus, oder? Versuchen wir das mal besser zu machen. Haben wir das gesehen in dem Beispiel für die Lichthänge? So einen leichten Gelbton, einen hellen Farbton einsetzen, wo Schatten sind, so leicht bläulich, dunkel, nicht zu sehr, dass das Kartenbild nicht zu sehr belastet wird. Wirkt doch schon so halbwegs plastisch. So. Kann man jetzt natürlich auch das noch ein bisschen weiter treiben, das Gelände ein bisschen abstrahieren. Man braucht nicht die letzten Details da zu sehen, man kann ja das ein bisschen rausarbeiten. Ich sage, okay, da gibt es im QGIS das Tool Carica, das kann man sich als Plugin installieren. Und dann gibt man da sein Geländemodell rein, hat da quasi einen Wert, mit dem man bestimmen kann, wie stark das abstrahiert werden soll. So, wenn ich jetzt zurückschalte mal, sieht man, okay, ja, selbe Gegend, aber es wirkt irgendwie wesentlich abstrahierter. Ist durchaus typisch für eine Schummerung, dass das quasi ja, abstrahiert wird, um die Kartenbelastung insgesamt zu reduzieren. Und man will ja auf die wesentlichen Details einen Fokus hinlegen, auf die Berge und nicht auf die letzten kleinen Tälchen. Man sagt jetzt, okay, das ist mir zu abstrakt, kann man auch versuchen, da wieder ein bisschen Struktur reinzubringen, indem man den topografischen Positionsindex berechnet, quasi für das Geländemodell. Der bildet den Mittelwert für einen gewissen Umkreis und rechnet die Differenz aus für das mittlere Pixel. Quasi wo Täler sind, die werden dunkler, wo Rückenlinien sind, die werden weiß. Und da sieht man, okay, ich weiß nicht, wie gut die Projektion das rüberbringt. Man sieht so ein bisschen, wo Felsen sind, wo da viel Bewegung im Gelände ist, erhält das dann auch zusätzlich Struktur. Ist eine neue Möglichkeit, die wir haben, quasi durch digitale Geländemodelle da das darzustellen. Ja, was kann ich noch machen? Höhenlinien. Habe ich ein digitales Geländemodell, kann ich Höhenlinien berechnen. Ne? Wenn ich die jetzt einfach so über die OpenStreetMap-Karte drüber lege, ja, sieht nicht so befriedigend aus, kann man es wahrscheinlich auch von hinten gar nicht so gut erkennen. Funktioniert natürlich auch. Was geht noch? Naja, kann noch ein bisschen weiterspielen. Man kann jetzt sagen, okay, im Tal da, es kommt jetzt nicht so ganz gut raus, da sieht man so ein bisschen, habe ich ein bisschen Dunst hinzugefügt. Man sagen kann, da kann man auch noch einen Höheneindruck erwecken. Weil es ist ja schon am Ende ein krasser Unterschied, wenn man da quasi links oben ist, wo Trenta steht, da ist es ungefähr 600 Meter hoch und der Triglav-Gipfel ist 2800 Meter hoch. Kann man also auch sich Gedanken machen, wie man das visuell unterschiedlich bringt, weil so ganz klar ist das natürlich nicht. So, gucken wir mal ein bisschen weiter. Ich habe es jetzt nochmal ein Beispiel 1 zu 25.000 rausgenommen und ja, ich habe die Piotr-Schummerung mal rausgesucht. Ich finde es an dem Beispiel fast ein bisschen zu abstrakt, das Ergebnis, was da rauskommt, aber ich wollte jetzt auch in dem Beispiel bleiben. Das Tool berechnet quasi dann ein stark vereinfachtes Geländemodell und versucht dafür eine Schummerung zu berechnen. Und wenn er mitkriegt, okay, so ein Hang ist jetzt total in die Lichtrichtung oder in die Schattenrichtung, dann dreht er den Hang so, dass das quasi immer Struktur zu sehen ist. Ja, ist ganz anschaulich, kann man auch wieder mit dem TPI das dazu bringen, so ein bisschen Felszeichnung. Und was kann das Tool noch? Und darum habe ich es eigentlich genutzt. Es kann auch an sich Felszeichnungen berechnen. So. Ganz ehrlich gesagt,
Nein, so würde man das jetzt nicht einbinden, aber ich konnte es jetzt nicht besser. Felszeichnung setzt man dort eigentlich nur ein als grafische Darstellung, wo Felsen sind. Man sieht ja ganz gut in den einzelnen Hängen hier, ja, ist der Pointer, hier, das sind keine Felsen in dem Wald. Würde man nie sehen, deshalb ist hier einfach nur eine Höhenlinienstruktur. Ich hätte das jetzt noch weiter zuschneiden können, aber dazu fehlte mir jetzt einfach die Maske, um das dann möglichst genau passend auch so zu machen. Ich dachte, ich zeige das hier mal als Demo und würde es jetzt dabei belassen bei dem Beispiel. Ja, was kann man also jetzt sagen? In diesem Maßstabbereich, große Maßstäbe 1 zu 25.000, 1 zu 50.000, wenn man eine gute Schummerung rechnen möchte. Okay, Schummerung rechnen mit der Formel von Horn, klar, kann man machen. Aber man sollte die Farben, den Farbverlauf anpassen, dass das nicht so von weiß nach grau oder nach schwarz gar verläuft, sondern dass man dezente Farbverläufe macht. So gelb, bläulich, wie das assoziativ ist für Schatten, wie man die halt sieht. Man sollte die kombinieren mit der Karte, die man jeweils verwendet, mit dem Leermischmodus, multiplizieren. Nicht Transparenz drüberlegen, multiplizieren, das integriert das wesentlich besser in das Kartenbild rein. Einfach mal gucken im QGIS, wie das geht. Ja, das DGM sollte man passend für den Maßstab wählen. Ich meine, wenn man 1 zu 25.000 macht, 1 zu 50.000, dann kommt man wahrscheinlich mit SRTM-Daten nicht so gut zurecht. Das gebe ich zu. Das schränkt das natürlich in einigen Gebieten stark ein. Ja, aber offene Daten kommen, werden mehr. Ich habe Hoffnung, dass wir da besser vorankommen. Was noch empfehlenswert ist, Details zu reduzieren. Man hat ja gesehen, mit Karika geht das relativ einfach, mit dem Piotr auch. Das ist ein bisschen rechenaufwendiger. Man bekommt noch die Felszeichnung. Ich habe hier mal Detail für den Trickklaff noch rausgesucht. Werkzeuge, genau. Also QGIS habe ich verwendet, das QGIS-Plugin Karika und das Piotr. Link ist dabei. Link zu den Folien kommt dann ganz am Ende. So, gehen wir mal weiter. Ich dachte mir, okay, kleiner Maßstab, großer Maßstab. Schauen wir uns mal an, das 1 zu 1 Million für die Schweiz. So, Ausgangsbasis wieder OpenStreetMap. Wir haben hier Genf, Genfer See. Da ist Frankreich, da irgendwo hier müsste Italien sein, da ist die Schweiz. So, ja, nehmen wir jetzt SRTM-Daten, schummern die, Maßstab 1 zu 1 Million, denkt man so, die Berge kommen nicht so richtig raus. Was muss man also machen, wenn man eine Schummerung für diesen Maßstab berechnet? Man muss das Geländemodell überhöhen, man muss es ein bisschen übertreiben. Ich schätze mal so vierfach übertrieben, dann springen einen schon eher die Berge an und da sieht man, okay, ja, hier sind wirklich Alpen, hier ist es flach, weil ein See ist und hier ist es so eher, übertrieben gesagt, hügelig. Sieht man auch ganz gut noch die Strukturen hier, der Schweizer Jura, die sich so durchziehen. Problem ist aber, was man wieder hat, man hat zu viele Details eigentlich wieder. Ich meine, 1 zu 1 Million geht das, wenn ich jetzt sage 1 zu 10 Millionen und dann noch das SRTM-Daten nehme mit 90 Meter Auflösung, ist einfach zu viel, muss ich reduzieren. So, was bietet sich da an dafür? Okay, dass man das neu resamplen kann, ist wahrscheinlich kein Hexenwerk für die meisten hier Anwesenden. Muss ich eh, wenn ich das umprojiziere, Neuabtastung, kubisch, okay. Aber es gibt da Tools, wie das noch besser geht, quasi dann die Details daraus zu nehmen. Da gibt es den Terrain Sculptor, das ist eine Java-Software, muss man quasi das Geländemodell in ein bestimmtes Format raus exportieren, da reinlesen und dann hat man verschiedene Regler und kann sagen, okay, weniger Details, mehr Details, kann damit spielen. Die Berge anpassen, das Flachland anpassen, weil in dem Flachland will man wahrscheinlich eher die Details rausschmeißen als in den Bergen. Die Berge will man noch ein bisschen rausarbeiten. Damit kann man das interaktiv machen. Danach wieder rein ins QGIS, Schummerung rechnen. So. Wie könnte das aussehen? Naja, wenn man es übertreibt, ist das so ein bisschen sehr weich gespült. Also, geht mir selber so, ich brauche da ein paar Anläufe, bis ich sage, okay, das gefällt mir, das ist gut. Ich habe es dann nochmal gemacht und habe gesagt, okay, dieser Abstraktionsgrad würde mir jetzt ausreichen für diesen Maßstab 1 zu 1 Million. Man kann das natürlich mit den Vorherigen vergleichen. Man denkt, man will mehr Details, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Wo ich sage, ich wäre damit zufrieden, habe das überhöht, die Details rausgeschmissen, habe auch nochmal das Karika-Plugin drüber geschickt, um das ein bisschen schärfer zu machen. Ja, insofern möchte ich da jetzt auch noch ganz kurz das zusammenfassen. Was braucht man für kleine Maßstäbe, um eine gute Schummerung zu erzeugen? Man muss das Gelände überhöhen. Wie schon beim ersten Mal genannt, dezente Farben, Farbverläufe einsetzen, damit das nicht anspringt, sondern damit es sich in die Karte integriert. Den Leermischmodus multiplizieren nutzen, die DGM-Auflösung entsprechend reduzieren.
jeweils für den passenden Maßstab und die Details reduzieren, aber das Wesentliche in dem Gelände betonen. Ich habe da ein Bild rausgesucht. Der Herr Eduard Imhof hat quasi die Schummerung dann so richtig eingeführt, so als für die Geländedarstellung, hat ein Buch darüber geschrieben, über kartografische Geländedarstellung im Jahr 1965. Man kann darüber halten, was man will, dass wir über ein Buch von 1965 reden. Es gibt niemanden, der bis jetzt darüber ein besseres Buch geschrieben hat. Das ist ein Beispiel. Ich will mich jetzt nicht mit Imhof vergleichen, aber ich will zumindest zeigen, was man damals so als empfehlenswert dargestellt hat. Und das ist durchaus sehr abstrakt. Ja, welche Werkzeuge habe ich für mein Beispiel verwendet? QGIS, Schummerung, die Visualisierung, das QGIS-Plugin Carica nochmal, wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, kann man selber entscheiden, und der Terrain Sculptor. Kann man auch auf die Webseite gucken, Terrain Cartography, da gibt es noch ein paar mehr Tools, wo man ein bisschen damit rumspielen kann, noch andere Darstellungsmethoden, aber ich wollte mich hier im Wesentlichen auf die Schummerung beschränken. Gut, soweit so gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Unter dem Link finden Sie die Folien. Ja, vielen Dank dir für den spannenden Vortrag und die vielen schönen Karten, die du uns gezeigt hast. Hat noch jemand Fragen? Ja, du hast über einen zentralen Punkt komplett hinweggegangen, bist du da, nämlich die Frage, wie du die Schummerung mit den verschiedenen Flächenfarben kombinierst. Nicht? Du hast ja OSM-Kato-Beispiele gezeigt, die haben im Stil im Grunde genommen nur eine einheitliche Farbe und du kombinierst jetzt die Färbung, Wald zum Beispiel und Nichtwald mit der Schummerung. Kannst du da ein paar Worte zu sagen, wie du das gemacht hast? Ja, kann ich natürlich dazu sagen. Das ist quasi der Layer-Mischmodus. Quasi kennt man auch aus der pixelbasierten Bildbearbeitung. Wer dann guckt, im Photoshop oder GIMP gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, Layer miteinander zu verrechnen. Es kann additativ verfolgen oder quasi, dass die Werte multipliziert werden. Ich habe das immer mit Multiplizieren gemacht. Bewirkt Folgendes, wenn die Ebenen miteinander verrechnet werden, es werden jeweils die dunkleren Helligkeitswerte übernommen. Quasi, wenn ich meine Schummerung drauflege und meine Schummerung ist dunkler, wird das Kartenbild abgedunkelt. Also ganz richtig, wie schon gesagt, der Wald wird dann dunkler, die Flächenfarbe verändert sich zum dunkleren. Quasi, wenn dieser Gelbton dazu kommt, wird so ein kleiner Gelbton mit reingemischt. Das kombiniert das miteinander. Es ist nicht einfach nur drüberlegen, sondern es ist durchaus miteinander verrechnen. Erklärt das das? Weitere Fragen? Dann noch kurz eine Frage von mir, und zwar, das ist jetzt alles für 2D, gibt es da auch ähnliche Ansätze, wie man das ins Dreidimensionale übertragen kann, oder fällt es da komplett raus, weil man da eh schon weil man das menschliche Auge das dann besser unterscheiden kann? Ja, kann man auch ins 3D übertragen, also es ist nicht meine Domäne, also insofern begebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich sage, ja, also ich habe es auch schon gemacht, über 3D-Modelle meine Schummerung drüber gelegt. Zu beachten ist dann halt quasi die Lichtrichtung. Wenn das Licht dann aus einer ungünstigen Richtung kommt, dann kann es sein, dass das ganze Gelände verschwindet. Und ich finde, wenn man eine Schummerung noch so ein bisschen drüber legt, so eine gedachte Beleuchtung, wird das Gelände noch plastischer. Ich weiß aber bei weitem nicht, was das State of the Art ist. Kann man machen, hilft auf jeden Fall, hilft mir. Müsste man entsprechende Experten mal fragen.